Hallo, ich bin Grimdor. Ich gehe immer noch die ungespielten Spiele in meiner Steam-Bibliothek durch. Und das hier ist Toren. Ein kleines, ja, ich glaube, Action-Adventure wäre die richtige Bezeichnung dafür. Von einem Publisher veröffentlicht namens Versus Evil für 10 Euro. Versus Evil kennt man vielleicht von The Banner Saga oder so. Hat schon ein paar andere Indie-Spiele veröffentlicht. Ich schaue mir hier übrigens gerade mal den Kapitel-Select-Screen an. Den habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ist nicht sehr aussagekräftig, ehrlich gesagt, diese paar Bildchen da. Ich hätte erwartet, dass sie den Kapiteln auch Namen geben, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Dann gehen wir eben einfach zu meinem letzten Kontrollpunkt zurück. Ich habe das Spiel nämlich schon über eine Stunde angespielt, stecke dann schon relativ tief drin. Das Spiel soll nämlich nur so 2 bis 3 Stunden lang sein, habe ich den Steam Reviews entnommen. Also habe ich schon einen relativ guten Eindruck. Und nun ja, ihr werdet es gleich selbst sehen, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Also was ihr hier auf jeden Fall schon mal gleich am Anfang seht, wir können die Kamera nicht wirklich kontrollieren, sondern die nimmt einem das Spiel größtenteils aus der Hand. Man kann so ein bisschen mit dem rechten Stick hin und her, aber das meiste wird einem abgenommen und die Kamera macht nicht immer einen guten Job dabei. Was ich jetzt vielleicht erstmal erklären sollte, bevor ich auf die Kamera eingehe eigentlich, ist, was tun wir hier? Wir spielen ein Mädchen. Am Anfang war sie ein junges Mädchen, sie wird immer älter anscheinend mit der Zeit. Zumindest habe ich den Eindruck. Vielleicht ist sie auch einfach nur ein bisschen fertig, aber nein, am Anfang war sie zumindest zeitweise immer ein ganz kleines Kind. Also da ist sie jetzt schon deutlich größer geworden, das habe ich mir nicht eingebildet. Und wir sollen einen Turm hochsteigen und einen Drachen bekämpfen. Und ansonsten kann ich zur Story nicht viel mehr sagen. Außer dass uns ein alter Mann diesen Auftrag gegeben hat. Den werdet ihr bestimmt auch nochmal sehen, diesen alten Mann. Wenn wir weit genug kommen, und ich nehme an, so weit kommen wir. Ja, ich kann zur Story sonst nicht sehr viel sagen. Nicht mal, weil ich sie nicht spoilern will, sondern weil ich nicht so richtig den Sinn in der Story durchschaut habe bislang. Man ist ständig mit irgendwelchen Andeutungen darüber konfrontiert, was es hier geht. Oh, jetzt seht ihr mal das Kampf-Gameplay. So sieht das aus, wenn in diesem Spiel hier gekämpft wird. Jetzt habe ich dem Drachen eine verpasst mit dem Schwert und das ist dann auch schon der ganze Kampf. Ich bin einmal drauf zugegangen, habe ein paar Mal in die Luft geschlagen, weil die Steuerung präzise Angriffe nicht zulässt, und dann habe ich ihn irgendwann mal getroffen. Ja, so sieht ein Kampf aus. Das ist nicht gerade Dark Souls, würde ich sagen. Also wer auf gute Kämpfe hofft. Jetzt musste ich auch ein paar Mal auf die Taste hämmern, also auf den Button. Man muss das Spiel quasi mit Controller spielen, weil mit Tastatur und Maus, so jetzt habe ich es rausgebracht, mit Tastatur und Maus ist es praktisch unspielbar, weil also es gibt überhaupt keine Maussteuerung in dem Spiel. Zumindest hat meine Maus überhaupt nichts getan, noch nicht mal die Kamera so ein bisschen kontrolliert oder so. Zumindest damit hätte ich gerechnet, aber nein, nein, die Maus tut nichts, nichts. Also man kann es dann versuchen, nur mit Tastatur zu spielen, aber das würde ich nicht empfehlen. Also ohne Controller kann man das Spiel schon mal abhaken. Ja. Die Kamera dreht mich wieder hin und her. Ich kann jetzt hier so ein bisschen schwenken, wie ihr seht. Das mache ich mit dem rechten Trigger, aber das. Ach, ich hasse es. Ich hasse es, wenn Spiele sowas machen. Wenn mir die Kamera ständig vorschreibt, in welche Richtung ich zu sehen habe. Vor allem in so einem Spiel, das ja so ein bisschen von der Erkundung der Umgebung lebt, wobei ich jetzt nicht sehr frei erkunden kann, aber das Spiel versucht eigentlich mit fantasievoller Umgebung und seinem Art Design zu punkten und auch mit seiner mysteriösen Story. Wie gesagt, ich durchschaue noch nicht so richtig, was hier eigentlich los ist. Aber ja, dann wäre es halt auch gut, wenn mir das Spiel die Freiheit geben würde, mich umzusehen, wie ich mich umsehen will, aber das tut es eben nicht. Aber das ist noch nicht mal das größte Problem. Das wirkliche Problem ist, dass die Steuerung auch abseits von der Kamera furchtbar ist. Also dieses Mädchen hier zu steuern, fühlt sich furchtbar unpräzise an. Das kann man sich so nicht wirklich vorstellen, wenn man es nur so sieht, nehme ich mal an. Also manchmal
drücke ich hier den Stick in eine Richtung, also den linken Analogstick in eine Richtung, und sie bewegt sich überhaupt gar nicht. Tut überhaupt nichts. Und da muss ich zwei, dreimal hin und her rütteln, bis sie sich überhaupt bewegt. Und auch wenn sie sich bewegt, dann habe ich oft den Eindruck, dass sie sich nicht wirklich in die Richtung bewegt, in die ich drücke. Und ja, was wir jetzt hier machen müssen, das habt ihr gerade eben auch schon bei dem Drachen gesehen, vor diesem Wind uns schützen, indem wir irgendwo in Deckung gehen, sonst kommen wir nicht vorwärts, sonst blässt uns ja immer wieder zurück. Und dann über diese Abgründe hüpfen, das ist bei einer schwenkenden Kamera und so einer miesen Steuerung auch nicht unbedingt ein Spaß. Aber es geht, ich meine, es ist jetzt kein schweres Spiel und es sind jetzt auch keine schweren Abgründe. Das Problem ist dabei auch so ein bisschen, dass sie vorhin, am Anfang des Spiels konnte sie keinen halben Meter weit springen und jetzt springt sie 5 Meter völlig problemlos. Liegt halt auch ein bisschen daran, dass sie älter geworden ist, nehme ich mal an. Aber das Spiel macht es einem nicht leicht, dann wirklich zu erkennen, über welche Abgründe man rüber kann und über welche nicht, wenn sich das ständig ändert, meine Sprungreichweite. Und wenn ich halt auch die Steuerung und die Kamera nicht wirklich im Griff habe. Okay. Hoffentlich, ja, okay. Ist jetzt wenigstens geschafft, hier wieder hochzuklettern, weil das wäre jetzt schon wieder nervig gewesen. Das Spiel startet einen dann auch manchmal ein ganzes Stück weiter hinten, nicht wahnsinnig weit hinten. Nicht so, dass man jetzt irgendwie 10 Minuten oder so zurücklaufen müsste. Es sind höchstens mal 2, aber 2 Minuten nochmal ablaufen mit einer miesen Steuerung ist dann trotzdem frustrierend. Ja. Also das Spiel steuert sich furchtbar. Die Kamera ist schlecht. Das Art Design ist kreativ, das muss man dem Spiel lassen. Auch wenn jetzt gerade eben, habt ihr das gesehen, gerade eben am Anfang, die ersten Schritte auf diesem Stamm, sind die Füße im Stamm festgesteckt. Und das ist dann so ein bisschen das Problem. Das Art Design ist kreativ und manchmal auch hübsch, manchmal. Aber dann kommen halt so viele Fehler dazu, also so viele Grafikbugs, dass man mit den Beinen in irgendeiner Mauer oder irgendwo, wie hier in einem Baum oder so drin steckt. Oder auch einfach schlechte Animationen des Charakters, vor allem die Gesichtsanimationen sind teilweise furchtbar. Das sieht aus wie so eine alte Babypuppe oder so aus Plastik. Und ja, dann sind manchmal eben auch die Umgebungen einfach zu detailarm. Ah, da seht ihr jetzt den alten Mann. Und jetzt seht ihr auch ein ganz wichtiges Spielelement. Ich habe jetzt nämlich an so einer kleinen Statue meditiert. Dann kommen wir erstmal zu diesem Mann hier, der uns dann irgendwelche verschwuppelten Sätze vorträgt. Ich wollte das Unbeherrschbare beherrschen. Ja, das Spiel versucht da ein bisschen mysteriös zu sein und uns dazu zu bewegen, zu grübeln, um was es eigentlich geht und was der tiefere Sinn ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es einen gibt, ehrlich gesagt. Für mich klingt das immer so ein bisschen prätentiös, was der da von sich gibt. Ja. Und jetzt sind wir in so einer Traumsequenz. Wenn wir meditieren an so einer Statue, kommen wir in so eine Traumsequenz rein. Und ihr seht, was hier das tolle Gameplay ist in dieser Traumsequenz. Wir dürfen Formchen, was heißt Formchen, also Zeichnungen, oder ja, seltsame Buchstaben auf dem Boden mit Salz füllen. Das ist unsere Aufgabe. Wir laufen Linien ab und füllen sie mit Salz, was normalerweise einfach wäre in jedem anderen Spiel, aber in einem Spiel, in dem die Steuerung so furchtbar ist. Okay, im Moment stelle ich mich gerade ein bisschen blöder an, als ich eigentlich müsste, glaube ich. So schwer habe ich mir noch nie getan. In jedem anderen Spiel wäre das trotzdem einfach, aber hier, weil es so schwierig ist, diese Frau einfach nur eine gerade Linie entlang gehen zu lassen, und zwar präzise auch noch an der Stelle, an der man sie entlang gehen lassen will, kann einen das ganz schön nerven. Wobei ich glaube, das hier ist jetzt auch ein Bug irgendwie, weil ich habe das Ding ja schon... Normalerweise muss man nicht wirklich alles präzise ausfüllen, sondern es reicht, wenn man es so ungefähr macht. Und normalerweise erscheint dann Ausrufezeichen über meinem Kopf, dass das sich dann langsam füllt. Und dann hat man da so eine Anzeige, wie viel man noch braucht und wie viel man noch mit Salz füllen muss. Aber komischerweise taucht das jetzt hier nicht auf und die Form... Also... Ah, okay, jetzt hat es funktioniert, ich weiß nicht. Normalerweise geht das ja viel einfacher. Ich weiß nicht, ob da auch der Schwierigkeitsgrad irgendwie anzieht. Und jetzt haben wir da wieder irgendwie einen komischen Satz bekommen. Naja. Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, das Spiel versucht da so ein bisschen rätselhaft zu sein.
Aber diese mysteriöse Atmosphäre, die wird halt durch das schwache Gameplay immer wieder zerstört. Also ich finde halt in den Levels da nicht wirklich was diese Faszination aufrechterhalten könnte, wie da versucht wird, in diesen kurzen Sätzen da irgendwie zu erzeugen. Und so toll sind diese Sätze dann auch wieder nicht. Also es ist eigentlich relativ klischeehaftes Gerede, wie man es in vielen, vielen Fantasy-Filmen oder Büchern liest, die versuchen besonders, ja, ich sag mal, episch zu sein. Ja, jetzt haben wir zwei solche Förmchen gefüllt mit Salz. Und jetzt gehen wir weiter. Gegen diese Typen hier sollten wir möglichst nicht stoßen, da gehen wir kurz vorbei. Und viel mehr an Gameplay gibt es dann auch nicht. Ihr habt das ja schon gesehen. Wir haben ja schon ganz am Anfang den Kampf gehabt mit diesem Drachen. Das wird bestimmt nochmal kommen. Mehr Kämpfe gibt es nicht. Also keiner der anderen Kämpfe, die ich gespielt habe, hat sich besser gespielt als der, den ihr gesehen habt. Das ist einfach nur mal kurz drauffahren mit dem Schwert. Das ist, also da ist überhaupt kein Spaß dran. Falls ihr irgendwie auch Spaß in den Kämpfen hofft, dann seid ihr hier völlig verkehrt. Und das andere Gameplay, wie gesagt, das ist dieses Springen, was wir schon ein bisschen gesehen haben, das sich viel schlechter steuert, als es sollte. Aber trotzdem fast noch der beste Teil ist. Und dann eben dieses Auffüllen von Zeichnungen mit Salz. Das sind die drei Säulen des Gameplay bei diesem Spiel hier. Vielleicht gibt es nochmal so ein bisschen kleines Rätselchen oder so, aber wirklich viel ist da nicht. Also wenn einen überhaupt irgendwas motivieren könnte, dieses Spiel hier zu spielen, dann wäre es noch die Story und das Art Design. Aber wie gesagt, das Art Design wird zerstört durch zu viele kleine Fehler. Und die Story kommt eigentlich nicht so wirklich in Gang jetzt nach einer Stunde. Also außer so ein paar Andeutungen und so ein paar Sätzchen. Wirklich spannend ist das halt leider nicht. Da wird auch durch die Wortwahl versucht, einem irgendwas vorzugaukeln, was eigentlich nicht da ist. Also, mein Gott, da ist halt ein alter Mann und der sagt ein paar Sätze und das war es eigentlich auch schon, wenn man das nüchtern betrachtet. So, und was sollen wir jetzt hier tun? Wieder zurück will ich jetzt nicht. Sollen wir einfach mal springen? Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich dann wieder ganz von vorn anfangen darf, wenn ich jetzt hier springe und... Oh, nein. Eine unsichtbare Brücke. Oh, die haben Indiana Jones gesehen. Und trotzdem bin ich runtergefallen. Das ist eine komische unsichtbare Brücke. Okay, also ich bin auf einer unsichtbaren Brücke in einem unsichtbaren Abgrund. Also, was haben sich die Designer denn jetzt dabei gedacht bei dieser Stelle? Sie haben mir eine unsichtbare Brücke gegeben und dann bin ich auf diese unsichtbare Brücke zu weit gegangen, was ich ja nicht wissen konnte, weil die Brücke unsichtbar ist. Dann bin ich runtergefallen und jetzt darf ich von dieser Stelle wieder von vorn an, also wieder ganz vom Anfang von dieser Traumsequenz anfangen. Wobei zumindest, das muss man ihm lassen, zumindest diese Formeln muss ich nicht nochmal mit Salz füllen, sondern ich darf jetzt einfach durchlaufen. Das ist immerhin etwas. Aber ich weiß jetzt nicht wirklich, wofür ich hier bestraft worden bin. Dafür, dass ich nicht in der Intuition hatte, wo genau diese Brücke sich jetzt befindet. Also ich habe jetzt da auch kein Anzeichen dafür gesehen. Vielleicht hätte ich irgendwie Salz streuen sollen oder so, aber kann ich das überhaupt noch? Also hier war es jedenfalls schon mal keine. Hier war es jedenfalls schon mal keine Brücke. Ja, ich habe jetzt hier mal ein paar Minuten rausgeschnitten, um euch nicht mit allzu langweiligem Zeug auf den Geist zu gehen, denn das Gameplay wurde da nicht wirklich besser an dieser Stelle. Und auch inzwischen ist es nicht besser geworden, sondern im Gegenteil noch schlechter. Aber so schlecht, dass ihr es tatsächlich mal sehen müsst. Also ihr habt ja gesehen, was ich da vorhin schon machen musste, diese kleinen Zeichnungen auf dem Boden mit Salz auffüllen, was schon nervig und langweilig genug war. Jetzt müssen wir dasselbe nochmal machen, aber im Dunkeln. Ja, das ist der Clou. Das ist die Herausforderung bei diesem Spiel. Wir müssen in völliger Dunkelheit Formen auf dem Boden mit Salz auffüllen. Also wir haben natürlich mal ganz kurz so ein bisschen Licht, wenn es blitzt. Aber selbst dann
Oh, jetzt bin ich von der Klippe heruntergefallen. Ja, weil um diese Zeichnung herum sind natürlich Klippen, die wir im Dunkeln nicht sehen können. Das ist ja klar. Und jetzt muss ich erstmal wieder hier in völliger Dunkelheit auf schmalen Wegen zu dieser Stelle zurücklaufen. Und ich glaube, ich habe schon wieder den falschen Weg genommen. Naja, ich kann nicht auch irgendwie andersrum. Also jedenfalls unsere. Ja, da hätte ich nicht lang springen sollen. Auch egal. Also um das nochmal festzuhalten, wir sollen in völliger Dunkelheit auf dem Boden Formen mit Salz auffüllen. Und das bei einer Steuerung, die schon unter normalen Umständen nicht funktioniert. Und mit einer schwenkenden Kamera, einer von selbst schwenkenden Kamera, wobei wir das Schwenken im Dunkeln nicht sehen können, sodass wir völlig orientierungslos sind, sobald die Kamera schwenkt. Das ist unsere Aufgabe. Und aus irgendeinem Grund dachte der Entwickler anscheinend tatsächlich, das würde Spaß machen. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich kann es verstehen, dass das Spiel irgendwie ein paar Mängel hat bei einem kleinen Entwicklerstudio, dass sich das Studio vielleicht auch ein bisschen übernommen hat mit dem Projekt, das sie da realisieren wollten, dass das Budget nicht gereicht hat und dann halt Fehler passiert sind. Das kann ich alles einsehen. Was ich nicht einsehen kann, ist, wie man denkt, dass das hier, das, was sie hier gerade sieht, Spaß machen würde. Wie soll das denn Spaß machen? Ich gehe in völliger Dunkelheit hin und her und versuche halt einfach auf gut Glück irgendwie diese Form da auf dem Boden zu treffen mit dem Salz. Was? Was haben die sich denn dabei gedacht? Das ist nicht einfach nur mangelhaftes Gameplay, das ist, man muss sich anstrengen, um so schlecht zu sein wie das hier. Ich würde nie auf so eine schlechte Idee kommen, also. Das muss den Entwicklern noch aufgefallen sein, dass das keinen Spaß macht. Ja, also diesen Ärger wollte ich nun mal mit euch teilen. Ich schneide gleich nochmal, denn das hier will ich euch nicht antun. Das sind noch mehr solche Formen auf dem Boden. Ich muss hier noch öfter hin und her gehen und das noch ziemlich lange machen, glaube ich. Also allein diese eine Form hier, das kostet mich ja schon eine Ewigkeit, das mal zu machen. Dieses Ausrufezeichen über meinem Kopf, das füllt und senkt sich auch ständig völlig willkürlich. Also. Auch das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Ja, also, nee, das erspare ich euch jetzt. Ich schneide nochmal und ich sehe dann nochmal weiter, was das Spiel zu bieten hat und ob vielleicht doch noch ein bisschen was Besseres kommt, weil bislang hat mir das Spiel noch keine Sekunde Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Gut, dann bis gleich. Ja, inzwischen habe ich jetzt noch weitergeschaut. Das heißt nicht nur weiter, ich habe bis zum Ende geschaut. Ich habe das Spiel inzwischen schon durchgespielt. Und was ihr jetzt gerade hier seht, ist tatsächlich der letzte Bosskampf. Normalerweise würde ich sowas nicht spoilern, aber in diesem Fall tue ich euch, glaube ich, ehrlich gesagt, einen Gefallen damit. Wenn ihr es wirklich nicht gespoilert haben wollt, dann könnt ihr jetzt noch schnell abschalten. Aber ich tue euch einen Gefallen damit, wenn ich euch das zeige, glaube ich. Weil dadurch seht ihr, dass da wirklich nichts mehr kommt, was irgendwie spielenswert ist. Da kommt nichts. Dieser Bosskampf, den ihr jetzt hier seht, das ist im Grunde derselbe Kampf, den ihr vorhin auch schon gesehen habt, ganz am Anfang dieses Videos, gegen denselben Drachen. Nur, dass wir jetzt noch einen Begleiter dabei haben, der plötzlich aus heiterem Himmel aufgetaucht ist, aus welchem Grund auch immer. Und das macht die Sache nur noch schlimmer, denn diesen Begleiter müssen wir jetzt auch noch permanent gegen den Drachen beschützen. Das macht die Sache noch viel nerviger als vorher. Der Kampf war ja. Seht ihr, jetzt hat es den Begleiter erwischt, weil wir nicht rechtzeitig vor ihm standen, um mit unserem Schwert diese komische Drachenmagie oder was auch immer das sein soll, abzuwenden. Der Drache spuckt ja noch nicht mal Feuer, sondern sondert irgendwelche schwarzen Ringe ab. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Da, ihr seht es ja. Und die müssen wir dann abwehren, damit die unseren Begleiter nicht treffen. Dafür hält er den Wind ab. Und das macht die Sache nicht besser. Also, das ist sogar noch schlechter als der Kampf am Anfang. Und ansonsten kommt da nichts. Nichts, was irgendwie Spaß machen würde. Da war jetzt noch so ein bisschen eine Sprungpassage dabei, die auch ziemlich nervig war. Und viel mehr kam dann auch nicht mehr. Und so nach knapp 2,5 Stunden war die Sache vorbei. Und das hat auch nur so lange gedauert, weil ich in dieser einen Stelle, an dieser einen Stelle mit den Zeichnungen auf dem Boden, als völlige Dunkelheit war, da wirklich eine ganze Weile festgehangen bin, bis ich das mal geschafft hatte, alle Formen mit Salz zu füllen. Nur dadurch ist das Spiel überhaupt so lang.
Ich meine, okay, es kostet 10 Euro, aber 10 Euro, um dann 2,5 Stunden lang keinen Spaß zu haben, ist eine Menge Geld. Ja, wie gesagt, also ich glaube 68% oder so der Steam-Nutzer zu sehen, das hier irgendwie trotzdem positiv. Ich kann es mir nicht erklären, wieso. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, es hat ein bisschen kreatives Art Design. Die Story tut zumindest so, als wäre sie irgendwie interessant. Sie wäre auch okay, wenn das Spiel irgendwie nicht so nervig wäre. Wenn das Spiel da irgendwie, naja, diese Welt für mich interessant machen würde, dann wäre das, was da in diesen kleinen Zwischensequenzen da kommt, okay. Aber weil halt das Spiel an sich schon nicht interessant ist, weil nichts von dem, was hier passiert, irgendwie interessant ist oder sich interessant spielt, dann reichen diese paar Sätzchen, die der alte Mann uns da manchmal sagt oder die wir so eingeblendet bekommen, halt nicht mehr aus. Ja, also während wir hier ganz, ganz langsam und träge diesem Drachen näher kommen, um ihm den letzten Schlag zu versetzen. Ah, ich glaube, der springt dann sogar nochmal zurück oder so. Also es dauert jetzt noch eine Weile, bis dieser Kampf wirklich am Ende ist. Obwohl ich euch schon gar nicht den Anfang des Kampfes gezeigt habe. Also es sind schon ein paar Minuten drin. Ja, und jetzt stürmt mal wieder der Begleiter vor. Ne. Also das Spiel ist einfach schlecht. Nichts an diesem Gameplay macht Spaß. Und ja, ich denke, mehr brauche ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Dieses Spiel hier taugt nichts. Ganz und gar nicht. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald. Euer Grimdor.